Sabine Schiller von TV Altdorf bei Nürnberg. Ich stand mal vor vielen, vielen Jahren zusammen mit einer gewissen Angela Seifert, damals 16 Jahre alt, bei den Bezirksmeisterschaften Mittelfrankens in der Damen-SA-Klasse im Doppelfinale gegen keine Geringeren als Andrea Schamnagel und Susi Haller, die wenig später bayerische Meisterinnen wurden. Und da haben sie den ersten Satz hoch gewonnen, da ging es noch bis 21 und den zweiten auch hochgeführt. Und erst dann, als sie merkten, hoppla, da geht ja was, da könnte man ja gewinnen. Da könnte man ja sensationellerweise Bezirksmeister werden. Dann kamen die Nerven und dann hat man keinen Ball mehr auf den Tisch gebracht. So ist halt die Stadt. Ich wünsche mir hier mehr Erfolg. Im ersten Satz hat sie verloren, die Gegnerin, Linkshänderin, sehr unangenehm und mit gutem Blockspiel, tollen Vorhandspins. Und ganz schnell wird aus einem Und da wollte sie wohl etwas zu viel, diesen Aufschlag direkt anzuziehen. Zehn beide. Wollen wir hoffen, dass die Nerven halten bei Sabine Schiller. Ja. Noch ein Satzball zum 1-1. Und den zieht sie wohl auch nur deswegen an, weil sie keine Ahnung hat, wie sie ihn sonst drüber boxieren sollte. Der Aufschlag ist schon ganz effektiv. Einer der guten, richtig guten, unter den Schiedsrichtern. Klar, kommt ja auch aus Bayern. Gerhard Maurer. Sehr eifrig im Schiedsrichterwesen unterwegs, ob das nun nationale deutsche Meisterschaften sind oder hier die Senioren-Europameisterschaften in Bremen. So, jetzt gilt es 1-1. Der zweite Satz psychologisch, der dritte Satz psychologisch immer sehr, sehr wichtig, dass man eine 2-1-Führung hat.